Herzlich willkommen bei Eumelie LP zu einem neuen Part von Sims 2. Wir sind bei Felix, der gerade von seinem Job zurückgekommen ist, den er jetzt endlich hat, hat sein erstes Geld verdient. Viel war es jetzt nicht, aber ja, ist okay. Befördert wurde er leider auch nicht, dafür macht er sich jetzt über die Hecken her. So kann man auch seinen Frust abbauen. Ja, und dann gucken wir doch mal, wie es hier weitergehen kann. Ja, leider hat er keinen Goldstatus, brauchen wir auch keine Goldbäumchen pflücken, aber danach geht's mal hier benutzen und duschen. Ich finde das Outfit, was er anhat beim Arbeiten, echt genial. Also, Mut zur Farbe, sage ich da nur, mit dem Lila in dem Hemd und dem, der schönen Schürze, also als Empfangschef, Von so einem netten jungen Mann bedient zu werden oder halt empfangen zu werden, stelle ich mir doch ganz toll vor. Muss ich sagen. Kommt gut. So, jetzt möchte er einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Können wir das auch noch festmachen? Ja, supi. Ein Date will er haben. Was brauchst du denn für Fähigkeiten, Junge? Vielleicht noch ein bisschen Logik. Freunde hat er genug? Ja. Gut. Und die längst Starkoch werden. Ja, ja, Gastronomiekarriere, genau, richtig. Da muss ja mal nachgucken. Nicht, dass das dann alles nicht so stimmt. Und da er schon ein bisschen müde ist, könnten wir ihn vielleicht hier mal ins Bett schmeißen. Ein bisschen blöd, dass ich ihn jetzt hab duschen lassen. Oder wir machen ein Date. Ich überlege gerade. Er möchte ein Date haben. Ich will ihn mit dieser Elise zusammenbringen. Wir könnten die einladen. Ja, und sich dann die Dinge entwickeln lassen, oder? Ja, doch, das fände ich ganz toll. Hat der eigentlich mal irgendwo einen Spiegel? Nee, ne? Bitte mal einen Sim um ein Date. Und zwar deine Süße hier, Elise. Genau. Also, de la Fonsen? Ah, c'est bon. Nach Hause. Du darfst sie nach Hause einladen. Das ist ja alles ordentlich hier. Dann kannst du das mal... Ach, halt. Nee, lass den Kram. Oh nein, Titania wandert hier rum. Ey, sag mal, der hat doch hier gerade eben das Unkraut entfernt. Wieso ist da schon wieder neues Unkraut? Das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein. Oh, wo ist Elise? Da. Elise, huhu, huhu. Nee, lass das Unkraut stehen. Ist jetzt wurscht. Umarmen, festdrücken. Aha, aha. Ja, bleib sie mir näher. Ja, ich bin mal gekommen. Ich bin mal gekommen. Ich bin mal gekommen. Ich bin mal. Gut, und wir sind wieder im Date-Modus. Mal gucken, was wünscht sich denn die gute Dame? Oh, sie möchte auf dem Gemeinschaftsgrundstück. Ja, Kissenschlacht mit Felix, das ist gut. Stehblus und reden. Ja, das ist perfekt. Das hat er bestimmt auch im Kopf. Ja, lauter so schöne Sachen. Dann fangen wir doch mal harmlos an. Mit ein bisschen quasseln und unterhalten. Witz erzählen und spielen. Wie wäre es mit einer Kissenschlacht? Mach das mal. Nee, hab ich wieder zu viel, oder was? Oh. Ist die Vanille, was ist das? Oh, got you! Ja. Ich hab was anderes vor, liebe Leute. Ich bin ein Vanille, was? Flaschun? Wo der Vanille? Ob wem? Osele? Blata? Ibasa? Vlaku! Hey, Flav! Chukas! Noob Liga! Wird schwierig hier, wenn sie gerade stehen. Ja, mal gucken, ob es trotzdem klappt. Aha. Ja, komm erst mal rein, genau. Oh, schon kriegt sie ein Kissen um die Ohren gehauen. Okay, hat sie auch? Ja. Dann tun sie doch erstmal wertschätzen. Rückenkraulen nach der Schlacht kommt bestimmt gut.
Bude. You rush over. Bude. Oh. Gott, da. Gut, Mojo. Ich will. Pips auch. Der Vogel vielleicht. Oh, wo den der Mojo ist, du. Mojo, das ist aber. Dramen, Romantik. Oh, Balaga. Da Placebo. Und Küssen können wir mal rumschmusen. Sublanava. Ja, ja. Genau, sowas. Und die Anzeige steigt und steigt und steigt. Ja, können wir auch mal festmachen. C'est vrai, pas. C'est bon. Hunger hätten sie aber bestimmt auch mal, oder? Wir haben jetzt eigentlich eine ganz gute Voraussetzung. Dann mach doch mal Schweinekoteletts. Blutet auf, Süde! Nehmen wir mal die zwei Sachen da. Ja, er hat auch Hunger. Sie guckt ein bisschen Sport, das ist auch gut. Was wünscht sie sich denn sonst noch Schönes? Ah, umarmen, Techtelmechtel mit Felix, angeflirtet werden und wieder den Rücken gekrault bekommen. Ja, die Massage von Felix scheint wirklich Wunder zu wirken. Ist bestimmt gut. Ja, das riecht lecker. Guck mal, habe ich extra für uns gekocht. Weil so ein Beet, das braucht auch ein Essen, ne? Oh ja, und sie mögen sich so sehr. Genau. Setz dich hin, dann brauche ich da gar nichts zum Essen rufen. Ist das nicht schön? Zum Anstoßen. Küssen. Das ist hier sowas von schön. Köstlich. Hat er gut gekocht, gell? So gut. Ja. Ach, fein. Er will Elise direkt heiraten. Na ja, komm, also verloben vorher wäre schon gut, oder? Und sie erstmal einziehen lassen wäre noch besser. Ja, auch wie süß. Die zwei sind doch einfach goldig. Was können wir denn wertschätzen? Bewundern? Nee. Bleib. Ach Gott. Kommst du wieder her, Süße? Das ist gar nicht mehr.
Ayanala. Ja, sehr blöd. Ha, blöd, Abla. Skoba? Mene. Abla, geht sie. Es ist froh. Ach, die sind doch einfach goldig, die beiden. Das Ganze ohne Musik. Ja, wozu braucht man Musik beim Stehblus? Okay. Mumpokolo. Shut it up. Sudele. Und es wird langsam Zeit für Entspannen. Da fehlt noch was. Ich hab nämlich noch was mit euch vor. Andere Seite, Elise. Ich hoffe, ihr gefällt's hier in dieser Bude auch. Aber ich denke, das sollte gut klappen. Da, sie bulala malala. Dies la. Oh, tschamag. Madionise. Hoopla-na! Chichata! Woo! Woo! Oh Gott! Elise, bist du Opernsängerin oder was geht hier ab? So. Traumhaftes Date, würde ich sagen. Mio. Machen wir auch mal fest, ja. Wow, so prächtig habe ich mich noch mit niemandem amüsiert. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mich bitte anrufst. Bitte, bitte ruf mich an und so weiter und so fort. Hatten wir schon mal, ja. Was möchte sie? Romantisch küssen, das ist gut. Oh, ja, aha. Och, jetzt geht sie weg. Schade, wir können auch leider nichts dagegen tun, dass sie jetzt abdüst. Aber das macht nichts. Das, was ich noch geplant hatte, kann man ja beim nächsten Mal dann machen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ja, benutzt es noch und dann gehst du wieder schlafen. Aber ich denke, das hat sich gelohnt. Die hatten beide ein traumhaftes Date und alles. Und ja. Das war die Hauptsache. Ein guter Start für das, was ich noch vorhab. Tschüss, Elise, mach's gut. Mach du mal schneller. So. Da hat sie wieder Blümchen gebracht. Und an dieser Stelle mache ich auch wieder meinen Break. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Date. Und mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Beim nächsten Mal werden wir uns wohl bei Lukas und Sonja wiedersehen. Die müssen wir ja auch mal wieder besuchen. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.